So, da kommen wir zu einem neuen Video von Hit oder Shit. Das Ende von guten Lobbys. Engagement-orientierter Matchmaking. Kurz EOMM. Let's go! Unsere Gegner sind immer besser und unsere Mates immer schlechter, als wir uns das wünschen würden. Ein absoluter Klassiker. Die Games machen schnell keinen Spaß, wenn man in Lobbys landet, wo gespielt wird, als würde es um 100.000 Euro Preisgeld gehen. Und wer ist daran schuld? Natürlich SBMM. Oder ein LAN. Skill-Based Matchmaking. Aber was, wenn wir euch sagen, dass Skill-Based Matchmaking so eigentlich gar nicht mehr existiert? Was, wenn... Das ist eine Lüge, es gibt safe noch. Wenn wir euch sagen, dass die Frustration, die wir alle spüren, nicht von SBMM kommt, sondern von etwas ganz anderem. Nach dem Video wünscht ihr euch Skill-Based Matchmaking garantiert zurück. Okay, tell me. Im Hintergrund, wo SBMM eigentlich sein sollte, steht mittlerweile EOMM. Entlang Engagement Oriented Matchmaking. Speziell beziehen wir uns dabei auf ein angemeldetes Patent von Activision. Das Zauberwort für Activision heißt Engagement. Die Call of Duty Entwickler wollen nämlich nicht unbedingt, dass du möglichst viel Spaß an ihrem Spiel hast. Sie wollen auch nicht, dass die Lobbys möglichst ausgeglichen sind, um einen fairen Wettbewerb zu haben. Auch dein Rank ist völlig nebensächlich fürs Matchmaking. Also möchten die Lobbys haben, wo je nachdem, wie viel du Input reinbringst, dann auch belohnt wirst, dass du auch gute Lobbys bekommst. Das heißt, wenn ich jetzt in League of Legends jede zweite Runde jemanden habe, der AFK ist, liegt es eigentlich nur daran, dass ich einfach scheiße bin? Was an erster Stelle steht, ist, dass du so viel Zeit wie möglich im Ingame-Shop verbringst und neue Skins, Skins oder was auch immer gerade verfügbar ist, kaufst. Bis zu einem gewissen Level ist das natürlich verständlich. So verdienen Free-to-Play-Games ihr Geld und das ist auch in Ordnung, hier und da zu motivieren, Dinge in deren Shop zu kaufen. Ach, das ist die Geschichte. Die Geschichte mit dem Engagement. Ah, okay. Jetzt verstehe ich es. Es ist mit denen, je mehr Geld du in das Spiel investierst, desto einfacher hast du es, damit du nicht das Gefühl hast, einfach entlohnt zu werden. Das heißt, du kaufst den geilen Skin, dafür bekommst du erstmal richtige Noob-Lobbys, damit du richtig viele Kills machen kannst, zum Beispiel in Call of Duty, oder? Aber mittlerweile ist der Verkauf im Matchmaking integriert. Das bedeutet nicht, dass ihr einen Skin kaufen müsst, um ein Ranked Game zu spielen, sondern das passiert etwas subtiler. Ihr bekommt nämlich Gegner und vermutlich auch Teammates anhand eures Kaufverhaltens. Ja, ihr habt richtig gehört. Mittlerweile hat Activision einen eigenen Algorithmus entwickelt, der dich anhand von deinen Ingame-Käufen mit Gegnern matcht. Das ist Engagement Optimized Matchmaking und es ist wirklich verrückt, dass das wirklich auch nur ein theoretischer Plan sein könnte. Stellt euch mal vor, das würde man im Kampfsport machen. Wie gesagt, kaufst du teure Skin, hast Geld investiert in das Spiel, wirst belohnt mit einfachen Gegnern, damit du das Gefühl hast, ey, das Spiel ist cool und so weiter, ich steck da noch mehr Geld rein. Einfach keine Gewichtsklassen mehr, sondern nur noch Budgetklassen. Klingt irgendwie nicht so fair. Wir müssen dazu sagen, sicher wissen können wir das natürlich nicht, ob dieses System auch angewandt wird, aber Activision hat EOMM bereits 2015 patentieren lassen und naja, ich denke, unser Gefühl des schlechter werdenden Matchmakings muss irgendwo herkommen. Für dieses Matchmaking-System sind einige Kriterien relevant, die euch vielleicht bisher gar nicht aufgefallen sind. Die noch harmloseren Punkte sind zum einen Dinge wie die Performance im vorherigen Spiel sowie die Art und Weise, wie sich der Spieler in dem Spiel verhalten hat. Wenn also jemand Rage-quittet und generell mit der Runde davor unzufrieden war, dann fällt das eher ins Gewicht und man bekommt potenziell einfachere Gegner, um die Leute bei der Stange zu halten. Ein weiterer Teil des Matchmaking-Algorithmus ist der Skill. Eigentlich sollte es ja hier irgendwie aufhören, aber naja, tut es nicht. Die Art und Weise, wie ihr spielt, ist auch relevant. Das Spiel merkt, ob ihr lieber Sniper oder Close Range spielt und je nachdem, ob sie euch motivieren oder demotivieren wollen, stecken sie euch dann in Lobbys, die euch performen lassen oder die euch einfach hart kontern. Noch dazu beeinflusst die Art, wie ihr spielt, die Map-Auswahl. Als Sniper-Main kommt ihr dadurch öfter in Lobbys, die größer sind. Diese Dinge klingen ja auch noch relativ plausibel und darüber würde sich eigentlich kaum wer richtig empören. Diese Punkte bilden aber nur das Fundament für das wohl moralisch verwerflichste, das es im Multiplayer-Gaming derzeit gibt. Denn Engagement Optimized Matchmaking will euch um jeden Preis so lange wie möglich im Spiel halten. Deshalb fakturiert das Spiel in den Matchmaking-Prozess ein, ob du vor kurzem einen Skin gekauft hast oder nicht. Wenn du deine letzten Rollen Klopapier versteigert hast, um dir überlebenswichtige Skins im Online-Shop zu kaufen, dann steigt die Chance nämlich dramatisch, dass du in eine einfachere Lobby kommst. Das geht natürlich so lange. Das ist so dumm, ne? Das ist einfach so dumm. Einfach so marketingtechnisch so genial prinzipiell. Du kannst damit easy, easy ganz viel Cash machen.
aber rein gamertechnisch verwerflich, Mann. Bis dann die Gegner wieder so stark werden, dass du wieder im Shop zuschlägst und das Ganze beginnt von neuem. Das gibt dir dann jedes Mal unbewusst das Gefühl, besser zu sein und hängt in unserem dummen Menschengehirn leider mit dem kurz davor erfolgten Kauf zusammen. Wie ein Hund, der lernt Sitz zu machen, weil er dafür ein Würstchen bekommt, lernen wir Skins einzukaufen, weil wir dafür eher gewinnen. Noch dazu matchen sie Spieler, die weniger Skins besitzen, mit Playern, die schon ultra-fancy-ass-Skins haben, damit wir erstens sehen, wie geil das alles aussieht und zweitens denken, dass es ganz normal ist, dass irgendwie alle anderen dick einkaufen im Shop. Uns wird vermittelt, dass... Boah, das ist auch natürlich räudig, ne? Du kaufst den Spiel frisch und dann kommst du rein und kommst in eine Lobby voller Skin-Leute, Alter. Holy. Dass wir, ja wir, die gratis spielen, die Ausnahme sind. Dabei inkludiert das Matchmaking-System dein Geschlecht, dein Einkommen, deine Herkunft und deine Ingame-Statistik. Einfach alles, was sie eben haben. Dieser Eingriff in dein persönliches Leben geht dann so weit, dass auch geopolitische Situationen das Matchmaking beeinflussen. So werden zum Beispiel momentan Menschen aus der Ukraine und aus Russland besonders häufig gematcht. Scheinbar hält das irgendwie das Engagement im Game hoch. Warum, verstehen wir auch nicht ganz, aber vermutlich versteht das auch Activision nicht. Hauptsache, die Zahlen passen. Hey, aber zumindest eine positive Sache kann man mit so einem Matchmaking anstellen. Männer, die oft Frauen online beleidigen, werden so einfach nicht mehr mit Frauen gematcht. Aber naja, macht jetzt irgendwie auch nicht alles moralisch vertretbar deswegen. Das Problem von Engagement-Based Matchmaking im Vergleich zu Skill-Based Matchmaking ist, wie man am letzten Beispiel sieht, die Art und Weise, wie es gehandhabt wird. Es könnte etwas Tolles sein. Es wird aber nur als Verkaufsapparat missbraucht. Activision hat aufgrund der, nennen wir es mal, Kontroversen nicht öffentlich zugegeben, ob das EOMM tatsächlich zum Einsatz kommt. Dass jedoch das Patent schon seit 2015 aktiv ist, sagt für uns genug aus. Wir als Gamer sind aber diesbezüglich ohnehin schon so geschädigt, dass es klar ist, dass diese Spekulation immer größer und größer wird. Bei EA gibt es ja auch immer wieder heftige Streitigkeiten, ob das Momentum in deren Fußballgame, wie auch immer das jetzt heißt, also der Eingriff von KI, wenn ein Spieler im Multiplayer weit hinten ist und dadurch vielleicht ein Comeback schafft, tatsächlich schon aktiv ist. Das ist sehr verwerflich, diese ganze Geschichte. Wenn ein Patent existiert, dann wird es auch safe benutzt. Safe. Die machen doch nicht ein Patent, oder holen sich ein Patent drauf, dann sagen die, das gehört jetzt uns, damit wir das absichern, dass es keiner macht. Genau. Nachdem drei Kalifornier EA deswegen verklagt hatten, weil sie überzeugt waren, dass Momentum da ist, hat sich der Publisher zu einem Statement hinreißen lassen. Activision Blizzard hat auch schon lange verheimlicht, ob es SBMM überhaupt gibt in den Lobbys und nach Jahren der Spekulation haben sie es tatsächlich zugegeben und es kommt noch schlimmer. Das zeigt wiederum, dass man als Spieler gegenüber den großen Publishern kein Vertrauen haben darf. Es kommt jedoch noch schlimmer. Activision hat vor kurzem zugegeben, dass SBMM schon seit Call of Duty 4 aktiv ist. Das hilft nicht unbedingt, eine Vertrauensbasis mit der Community zu schaffen. Es häufen sich auch die Berichte von Spielern, denen dieses unmoralische System schon aufgefallen wäre, noch bevor das Patent überhaupt in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Mittlerweile gibt es sogar schon eine wissenschaftliche Studie zu diesem Thema und die Ergebnisse schauen nicht rosig aus für uns als Playerbase. Wissenschaftler der Northeastern University und University of California in Kooperation mit EA schreiben in ihrer Zusammenfassung der Studie, die Resultate zeigen, dass EOMM im Vergleich zu allen anderen Methoden signifikant besser ist, wenn es darum geht, Spieler im Spiel zu halten. Die Frage ist jedoch, zu welchem Preis? Ja, natürlich kann man sich als Casual Gamer über Skill-Based Matchmaking aufregen. Manche wollen eben einfach nur chillen und nicht grinden. Es ist halt trotzdem halt dumm. Ich meine, du hast jetzt hier Leute dort, die potenziell Geld ausgeben für Spiele und die jallern ihr ganzes Gehalt rein, haben vielleicht selbst dann nichts mehr da, nur weil sie halt so in dem Spiel in sind und wirklich ihr ganzes Geld reinballern und dann am Ende des Monats sitzen sie da, oh scheiße, ich muss meine Sachen bezahlen oder am Ende des Monats, oh scheiße, ich muss meine Sachen bezahlen. Scheiße, Mann. Nur damit dein Publisher ein bisschen mehr Geld bekommt, nur damit du das Glücksgefühl bekommst, einfach mal gute Lobbys zu haben. Du hast also eigentlich nur dafür bezahlt. Du hast bezahlt, damit du für ein paar Runden gute Lobbys hast, wo Spielspaß hast, um dann wieder zu frusten. Das ist doch dumm. Und dann hast du nochmal so viel Glück, dass du einfach in der Lobby reinkommst, wo jemand gerade Elo boostet oder so. Was jedoch das Engagement-Based Matchmaking betrifft, sind wir uns wohl alle einig. Ein System, das primär darauf ausgelegt ist, dir Geld aus der Tasche zu ziehen, wollen wir nicht. Es ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern schadet auch unserem Spielspaß direkt. Und das erklärt auch, warum Casual und Ranked immer ähnlicher wird. Da steckt ja Geld dahinter. Warum ist es so weit gekommen? Und können wir jemals zurück? Oder ist das einfach die Zukunft, die uns Gamern bevorsteht? Was sagt ihr?
Ist Engagement Optimized Matchmaking nur eine Verschwörung oder harte Realität? Sagt es uns in den Kommentaren oder gerne auch mir im Livestream. Okay, bye! Mal gucken, was die Zukunft bringt. Ob das irgendwann mal alles funktioniert oder nicht funktioniert. Ob etwas Besseres kommt, keine Ahnung. Bei Call of Duty bin ich zum Beispiel sowieso raus. Das Spiel ist mir zu schnell geworden. Ich komme nicht hinterher. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Leider habe ich heute nicht so viel gequatscht. Trotzdem danke für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüssi.